Hallo, ich bin Martina und in diesem Video kannst du üben, was du über die indirekte Rede gelernt hast. Es geht genauer gesagt um die Umformung der direkten in die indirekte Rede und die verschiedenen Satzarten. Damit du alle Aufgaben lösen kannst, solltest du dir das erste Video zu diesem Thema ansehen. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Für die indirekte Rede braucht man häufig einen bestimmten Modus vom Verb. Weißt du noch welcher? Genau, den Konjunktiv 1. Und manchmal auch den Konjunktiv 2 und in bestimmten Fällen auch den Indikativ. Aber es kommt später. Wichtig ist, dass wenn man etwas wiedergibt, was andere gesagt haben, dann verwendet man meist die indirekte Rede. In der indirekten Rede steht das Verb, zumindest in der geschriebenen Sprache, häufig im Konjunktiv 1. Du weißt doch noch, wie man den Konjunktiv 1 bildet, oder? Wenn nicht, dann sieh dir einfach das Video zu diesem Thema nochmal an. Wenn man nun die direkte Rede in die indirekte Rede umformt, wird diese durch ein Verb des Sagens, Meinens, Denkens oder Fühlens eingeleitet. Nenne einige Beispiele für diese Verben. Ja genau, es könnte zum Beispiel sagen, rufen, befehlen, flüstern, glauben. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com